Hallo, willkommen zu einem neuen Video. Vor welcher Handwerksarbeit haben wir am meisten Angst? Ein undichter Unterputzspülkasten. Der ist so undicht, das Wasser läuft in die Toilette hinein und wir kommen ja nicht dran, überall Fliesen vor. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie schnell und einfach man das reparieren kann. Ich gebe euch auch einige wichtige Hinweise, zeige das, wie ihr das von mir gewohnt seid, so detailreich wie möglich. Und dementsprechend hoffe ich nicht, dass ich an der einen oder anderen Stelle zu ausschweifend sein sollte. Wenn ja, bitte ich das zu entschuldigen, aber ich möchte wirklich jedem von euch die Angst nehmen, das hier selber zu versuchen. Es ist so einfach. Aber ich würde sagen, wir starten. Und zu Beginn müssen wir erst einmal diese gesamte Blende ausbauen. Das geht ganz einfach. Die gesamte Blende nach oben drücken und die obere Kante abklappen. Dann könnt ihr die ausbauen. Hoch, oben weg und ausbauen. Und jetzt schaut mal nach. Wenn eure Toilette jetzt auf einmal schon dicht sein sollte, dann sind diese Drückerstangen hier das Problem. Die sind nämlich einstellbar. Die kann man verdrehen gegen den Uhrzeigersinn und dann raus und reinsetzen, je nachdem wie man die haben möchte, und Verriegelung einfach wieder mit dem Uhrzeigersinn. Dann sind diese Stangen zu weit raus und hier haben wir schon permanent Druck auf diesen Stangen und dadurch ist eure Toilette undicht. Und sollte jetzt nach wie vor doch noch Wasser aus dem Spülkasten in die Toilette tropfen, dann müssen wir hier diesen Rahmen ausbauen. Das geht eigentlich auch ganz einfach. Wir müssen diese Hebel hier um 90 Grad verdrehen, diese beiden. Die sind aber hier gesichert mit einem Bügel. Den Bügel können wir einfach nach oben schieben und können jetzt diese Halterungen um 90 Grad verdrehen. Einmal so und einmal so. Und schon können wir jetzt diese Blende hier vorsichtig herausholen. Ihr müsst jetzt nur darauf achten, dass die Drückerstangen hier auch richtig durch dieses Loch durchgehen. Und jetzt können wir mit diesen Stangen, die ziehen wir gleich mit raus, dieses Bauteil zur Seite legen. Im nächsten Schritt müssen wir diese Abdeckung hier demontieren. Das geht hier eigentlich auch ganz einfach. Hier sind zwei so Rastlaschen dran. Oder Rastnasen, die können wir hier entriegeln, indem wir diese einfach herunterdrücken. Einmal so und können jetzt vorsichtig die Blende zu uns ziehen. Aber Achtung, hier unten, ich heb mal die Drückerstange zur Seite, hier sind so Führungen, die sind in dem Rahmen hier, die sind drin, die müssen wir erst etwas anheben und können die jetzt hier auch vorsichtig abziehen. Aber auch hier achten wir natürlich auf die Drückerstangen und dieses Bauteil können wir auch zur Seite legen. Und als nächstes müssen wir diese Drückereinheit ausbauen. Aber hier Achtung, ihr seht es, bei mir ist die flexible Schlauchleitung hinter der Drückereinheit. Es gibt auch Verbauten, wo diese flexible Leitung zum Schwimmerventil vor der Drückerstangeneinheit hier entlang geht. Die könnt ihr dann vorsichtig ausklinken aus dieser Einheit. Und dann gehen wir einfach her, drücken hier auf diesen kleinen Hebel, heben dann die gesamte Einheit komplett an und winkeln die jetzt nach oben heraus. So. Und schon haben wir die ausgebaut. Das hier ist die Einheit komplett verdreckt. Aber nicht der Schadensverursacher. Und jetzt können die Sparfüchse unter euch, die es erstmal versuchen wollen, die Dichtung unten zu reinigen, die können jetzt hergehen, machen sich ein Gemisch, so 5 Esslöffel Zitronensäure in Wasser auflösen, in 1 Liter Wasser mit einem Behälter hier hineingehen und zwar beide Hebel gleichzeitig anheben, bis das Wasser herausgelaufen ist. Jetzt die Zitronensäure hinein, euer Gemisch, und dann zumachen. Jetzt haben wir nämlich dieses Gemisch Zitronensäure und aufkommendes Wasser auch schon zwischen Auslass in die Toilette und den Dichtungen. Und in manchen Fällen reicht das schon, wenn man hierher geht und reinigt die Dichtung. Aber wir machen in diesem Video ja weiter. Und wir müssen jetzt erst einmal den Frischwasserzufluss, den müssen wir hier abstellen. Das hier ist das Absperrventil. Hier
können wir jetzt mal gucken. Na, bei mir ist es noch leichtgängig. Sollte das bei euch ein bisschen schwergängig sein, könnt ihr vorsichtig mit einer Wasserpumpenzange versuchen, das hier erstmal wieder gangbar zu machen. Bei mir ist dieses Ventil 16 Jahre alt, aber ihr seht es, es ist immer noch leichtgängig. Ich gehe zum Zudrehen einfach her, dann habe ich auch gleich die Kontrolle, lasse hier etwas Wasser ab, runterdrücken, drehe jetzt das Ventil zu. Und ihr hört es schon, es hat aufgehört, kein Frischwasser läuft hier mehr nach. Jetzt kann ich das Wasser eben komplett ablassen. Ich hebe dazu beide Stangen hier einfach an. Fertig. Und um diese Hebeglocke hier auszubauen, das ist eine ganz enge Geschichte, gehe ich her und baue erst einmal das Schwimmerventil aus. Dazu muss ich einmal die Wasserzufuhr hier den Schlauch trennen. Wasserzufluss ist getrennt. Aber hier ist eine Überwurfmutter dran. Zu diesem Ventil gibt es auch noch eine kleine wichtige Info gleich für euch. Das sage ich euch aber, hier ist die Mutter schon los. Wenn ich das Ding hier ausgebaut habe, jetzt müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier den Schlauch abzieht, hier ist eine Gummidichtung drunter, dass ihr diese Gummidichtung hier nicht verliert. Auch vorsichtig, hier tropft noch etwas Wasser heraus. Das lege ich jetzt hier erst einmal zur Seite. Die Mutter kann ja nicht runter, das ist ja eine Überwurfmutter. Das lege ich erstmal hier zur Seite rein. Und jetzt kann ich hergehen. Diese beiden Laschen, die ihr hier seht, ja, Fokussierkamera, so, diese beiden Laschen, die drücke ich einfach zusammen, ja, wie seht ihr das so? Die drücke ich zusammen und hebe die gesamte Einheit einfach an. Und schon habe ich hier das gesamte Schwimmerventil freischwimmend und kann das jetzt hier ganz einfach aus meinem Spülkasten hier rausholen. So, da ist es schon. Und das legen wir mal zur Seite. Und hier gibt es gleich eine ganz wichtige Info für euch. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dem Punkt, wo wir hier die Hebeglocke ausbauen. Und zwar hinten ist ein Halter. Das obere Ende des Halters kann ich hier zusammendrücken. Ich versuche euch das mal so zu filmen, dass ihr das auch sehen könnt. Ich wechsle mal eben meine Hand. So, diese beiden Punkte dort, die kann ich jetzt zusammendrücken. Die drücke ich jetzt einfach zusammen und kann die dann einfach hier aushaken. So. Jetzt ist sie hier ausgehakt und kann jetzt hergehen und verdrehe diesen gesamten Halter einfach. Dann verdrehe ich und schon habe ich die gesamte Einheit hier in der Hand. Die müssen wir jetzt hier nur vorsichtig erst einmal rausholen. Es ist ein bisschen enger. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich hier das Ventil, das Schwimmerventil rausgenommen habe. Ich habe hier viel mehr Platz und kann die jetzt hier in einer leichten Fummelsarbeit einfach rausholen. So, Fummelsarbeit selber ist schon erfolgreich abgeschlossen. Und dieses ist die Dichtung, die dichtet den Zugang zu eurer Toilette ab. Und die ist einfach nur wahrscheinlich vergriesknallt und verkalkt. Aber jetzt guckt euch dieses Ding hier mal an. 16 Jahre einfach nur klares Wasser und so sieht das aber hier aus. Das war aber noch nicht ganz alles. Wie ihr das von meinen Videos gewohnt seid, ich filme immer so extrem detailreich wie möglich. Also auch hier, wir leuchten einfach mal in diesen Spülkasten hier hinein und wir sehen jetzt hier unten, da taucht so ein Korb auf am Auslass zur Toilette hin. Und dieser Korb hat auch noch eine weitere Dichtung. Die schauen wir uns so einfach mal an. Wir bauen mal eben das Körbchen hier raus. Wir können einfach vorsichtig dran ziehen. So, da ist es schon. Hier haben wir jetzt die nächste Dichtung. Und da unten, am direkten Auslass zur Toilette, sehen wir den nächsten Schmollerhaufen. Und von dem müssen wir uns auf jeden Fall erstmal verabschieden. Und diesen Schmodder-Kalkhaufen, den löse ich hier einfach mit reiner Zitronensäure. Ich verlinke euch eben mal die ganzen Produkte, die ich hier verwende, unten in die Videobeschreibung. Ich gehe her. Hier ist noch etwas Zitronensäure drin. So, wir leuchten wieder einmal hier hinein. Und ich lasse jetzt hier einfach Zitronensäure überall. Versuche hier alles zu treffen, insbesondere natürlich den Bereich, wo die Dichtung aufliegt. So. Und das lasse ich jetzt erstmal eine halbe Stunde einwirken.
Und in der Zwischenzeit schauen wir uns doch mal hier die ausgebauten Teile an. Das ist hier die Hebelglocke. Die sieht so eigentlich von der Substanz her noch in Ordnung aus. Die brauche ich hier nicht austauschen. Aber wenn wir uns hier unten mal die Dichtungen anschauen, dann seht ihr hier den Grund, warum die nicht mehr richtig abgedichtet hat. Das muss einfach nur mal gereinigt werden. Auch hier auf der Innenseite des Korbs. Die Substanz ist hier noch komplett in Ordnung. Das heißt, die zerlege ich, lege hier diese Teile auch in Zitronensäure ein und dann ist das Thema hier schon erledigt. Anders sieht es hier bei diesem Füllventil aus. Das hier empfehle ich auf gar keinen Fall zu reinigen. Guckt euch mal den Schmodder an. Wenn ihr das nicht richtig reinigt und irgendwann klemmt die Hebevorrichtung, dann wird das Wasser nicht mehr abgestellt, welches hier in den Spülkasten läuft und im schlimmsten Falle schwappt euch das Ganze in euer Bad oder Gäste-WC. Dieses Füllventil, das tausche ich auf jeden Fall aus. Das ist so ein neues Ventil. Ich setze euch mal so ein Ventil unten, hatte ich ja schon gesagt, die Produkte seht ihr in der Videobeschreibung. Dann könnt ihr euch das auch über Amazon bestellen. Ich muss hier nur eine Überwurfmutter abschrauben und einen Halter befestigen. Und dann ist das Ding schon umgebaut und einsatzbereit. Und ich habe hier kein Risiko, dass ich das Ding mal irgendwann verkeilen sollte und mein Badezimmer ist hier zu einem Pool mutiert. Jo, die Reinigung ist soweit abgeschlossen, die Dichtungen sehen wieder richtig gut aus. Hier bin ich jetzt einfach hergegangen, Dichtungen ab, hier unten die Dichtung und das ganze Gedönse dann hier in Zitronensäure eingelegt und mit einer kleinen alten Zahnbürste dann natürlich mit Gummihandschuhen an, hier einmal alles sauber geschrubbt. Das sieht gut aus. Bevor wir das jetzt aber wieder einbauen, dürfen wir eines nicht vergessen. Wir haben da unten noch Körner von Zitronensäure drin und die müssen wir noch eben wegmachen. Und dazu gehe ich einfach her, öffne hier ein klein wenig den Wasserablauf, nehme jetzt einfach den Schlauch und wasche hier mal eben die Zitronensäure einfach heraus. So, jetzt können wir es wieder zudrehen. Jetzt gehen wir nämlich ganz einfach her, können jetzt schon das erste Bauteil nehmen und hier unten in das Loch einfach hineindrücken. So, das passt auch nur einmal rein. Hier könnt ihr nichts verkehrt machen. So sieht es aus. Und jetzt wird die Sache natürlich wieder ein klein wenig enger. Genau wie beim Ausbau auch. Der Einbau selber, es ist eine recht enge Geschichte. Hier braucht ihr auf jeden Fall etwas Ruhe, dass ihr das Ding hier auch zerstörungsfrei eingebaut bekommt. Und jetzt müsst ihr natürlich den Korb unten, den müsst ihr treffen. So, jetzt gucken wir mal hier rein, wie das hier aussieht. Da ist der Korb. Und so, einfach jetzt vorsichtig hier hinein. So sieht es gut aus. Bis hier die schwarzen Halter wieder eingeklipst werden können. So, das machen wir jetzt mal eben. So, war ein bisschen widerspenstig, aber ihr seht, die Halter sind hier wieder drin und das hat funktioniert. Und jetzt können wir das neue Ventil eben umbauen. Ja, und hier bei dem neuen Ventil, bei dem Schwimmerventil, brauche ich jetzt hier nicht viel umbauen. Ihr seht es hier schon, der Halter muss einmal gewechselt werden und diese Überwurfmutter muss einmal abgedreht werden. Die ist jetzt auch nicht richtig angeballert, die ist nur so handfest. So, das Ding hier einmal abziehen, auch hier wieder vorsichtig, da ist ja die Dichtung drin, da ist sie. Das kommt weg und jetzt muss ich nur diesen Halter hier, den kann ich hier herausziehen. So, da ist der Halter raus und der kommt jetzt hier einfach wieder drüber und damit ist der Umbau hier schon eigentlich komplett abgeschlossen. Mehr brauche ich hier nicht umzubauen. Bei euch ist es vielleicht ein klein wenig aufwendiger, aber ihr seht, das ist hier alles kein Hexenwerk und hier braucht ihr auch nichts einstellen. Das Ding ist schon voreingestellt, sodass hier das Ventil auch sofort wieder einsatzbereit ist.
Und die aufmerksamen Zuschauer unter euch werden bemerkt haben, dass hier der Hebel auf der falschen Seite ist. Dieses ist der Hebel für die Kurzentleerung und dieses ist der Hebel für die Gesamtentleerung. Das habe ich bewusst erstmal extra gemacht, weil ich muss ja jetzt gleich das Schwimmerventil in die Ecke packen. Dann habe ich hier einfach etwas mehr Platz. Ich gehe jetzt also her, halte dieses Ventil vor dem Spülkasten, baue ich jetzt noch nicht tief ein, nehme den Schlauch. Achtet bitte bei euch darauf, dass die Dichtung nicht beschädigt ist. Bei mir ist die Dichtung noch in Ordnung. Im Notfall, bei dem neuen Ding war ja hier eine Dichtung drauf, dann hätte ich die genommen. Aber nein, bei mir ist es hier komplett in Ordnung. Drücke das jetzt hier hinein und lege jetzt die Überwurfmutter. Die lege ich hier einfach über. So, und das verschraube ich jetzt. Nicht fest, nur locker. Handfest die Geschichte und kann jetzt dieses Ventil hier einsetzen und muss jetzt zum Schluss diesen Halter, der muss hinten eingeführt werden. So, ich muss jetzt nur mal gucken, dass die Kamera hier auch für euch richtig fokussiert. So. Und dann setzt man dieses Ventil einfach nur gerade herunter. Kamera fokussiert und eingerastet. So wird das Ding eingebaut und jetzt achtet ihr drauf beim Festziehen von dieser Mutter, von der Überwurfmutter, dass der Schlauch nicht verkeilt, verquetscht oder was auch immer ist. Der muss hier wunderbar locker vorbeilaufen. Und dann, wenn das alles fertig ist, dann drehe ich diese Geschichte einfach um und habe hier den Einbau wieder erfolgreich abgeschlossen. Und zum Schluss nur noch die Überwurfmutter festmachen, aber handfest. Übertreibt die ganze Geschichte nicht. Ihr habt bemerkt beim Abdrehen, wie locker die eigentlich gewesen ist. So, das reicht. Hier ist der Einbau jetzt final erledigt. Jetzt kann ich hierher gehen und den Wasseranschluss wieder öffnen. Und das mache ich jetzt für euch mal im Zeitraffer. Den Anschluss im Übrigen ja, öffnen und wenn ihr am Ende angekommen seid, wieder eine halbe Umdrehung zurück. Tja, abgesperrt hat er. Ihr habt es hier einwandfrei gesehen. Jetzt machen wir natürlich, bevor wir alles zusammenbauen, noch eine Funktionsprüfung. Kurzzeittaste und dauerhafte Entleerungstaste. Das funktioniert. Absperrventil überprüfen, dass es nicht überschwappt. Hier hat es funktioniert. Und unten an der Toilette natürlich eine Dichtigkeitsprüfung, ob der Spülkasten hier dicht ist. Bei mir ist der jetzt hier einwandfrei dicht und ich mache mit dem Zusammenbau hier weiter. Und im nächsten Schritt werden wir jetzt schon das Drückerstangenelement hier montieren. Die Drückerstangen hier müssen natürlich in die Öffnungen der Hubzylinder. Das heißt, die müssen wir hier jetzt erst einmal vorsichtig hineinstecken. So, das sieht gut aus. Dann gehen wir her und setzen, so, die sind beide drüber. Hinten die Zapfen müssen in die jeweilige Führung links und rechts und können jetzt hier wieder die Rastnase einfach reindrücken und das Ganze nach unten drücken. Und hier, bevor wir jetzt weiter zusammenbauen, auch wieder eine Funktionsprüfung. Ja, auch das funktioniert. Und jetzt kommt der Moment, wo wir diese Blende montieren. Wir haben hier unten eine Führung, auf der anderen Seite auch. Und diese Führung kommt in diese Schlitze dort hinein. Dann wird hier zum Schluss wird die Blende links und rechts verrastet. Ihr macht euch das recht einfach, wenn ihr von unten her geht. Die Hubstangen, die müssen hier natürlich durch. Dann geht ihr unten an die Führungen. So, so kommen die da rein und könnt jetzt diese Blende einfach nur hineindrücken. Den einmal runter und den anderen auch, bis das hier richtig sauber eingerastet ist. Und das war's schon.
Und dann sind wir jetzt auch schon beim vorletzten Schritt angekommen. Das ist der Halter für die Frontblende. Diese beiden Halter müssen sich anschauen. Die müssen einmal wieder so zueinander zeigen. Und dann kommen diese Führungsstangen in diese beiden Öffnungen hinein. Aber achtet natürlich auf die Drucktasten, dass wir die natürlich mit durch die Öffnungen hier bekommen. Das heißt, die können wir dann hier ein klein wenig anheben. Einmal so, einmal so. Und jetzt mit zwei Fingern diese Blende andrücken und dabei diese Stangen reindrücken und 90 Grad verdrehen. Dann nehmen wir diese Sicherung und stecken die einfach wieder hinein. Das gleiche auf der anderen Seite auch, sodass diese Blende jetzt hier einfach wieder schon festhängt. Und im letzten Schritt montieren wir nur noch die Endverblendung. Das geht auch hier ganz einfach. Wir haben ja hier einen Federstahl. Diese kleinen Haken, die müssen unter diesen Federstahl, von hinten müssen die drunter. Dann müssen wir die gesamte Blende anheben und dann diese Haken hinter diese Verblendung bekommen. Das heißt, wir gehen jetzt einfach her, nehmen die Blende, setzen die hier an und dann jetzt nach oben und dabei oben andrücken und dann nach unten. Und schon ist die Endverblendung montiert. Tja, und das war unser Video, wie schnell wir einen undichten Unterputzspülkasten, ich weiß, da habt ihr alle Angst vor, wie schnell und einfach wir das wieder reparieren können, sodass hier nicht permanent Wasser in die Toilette läuft. Ich hoffe, ich war in diesem Video nicht zu ausschweifend, aber ich wollte wirklich jedem von euch es so detailreich wie möglich zeigen und erklären, damit es auch wirklich jeder von euch versteht und ich euch die Angst davor nehmen kann, das selber zu versuchen. Wenn ich das hinkriege, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch. Tja, das war unser Video. Ich denke mal, Fragen bleiben ja nicht offen. Ich habe ja eigentlich alle Fragen schon in diesem Video beantwortet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt dem Video, wie gesagt, einen Daumen hoch. Würde ich mich unwahrscheinlich darüber freuen. Und den YouTube-Kanal TV Solution, den dürft ihr gerne abonnieren. Das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns doch bestimmt in einem der nächsten Videos.